Ich begrüße die Folge Xenoblade Chronicles 2. Während momentan noch der Söldnerauftrag von Alanine läuft, will ich mich heute mal um die Quest von der guten Agathe kümmern, denn die haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen aufgeschoben, weil ich ja dafür, mir mit ihren Skill ja noch ein paar Sachen, machen muss und so. Müssen wir jetzt mit den Reihen finden. So, das ist ihre Quest. Hier, also, suche in verschiedenen Regionen nach neuen Mineralien und lasse deine Funde von Misi Misi begutachten. Das ist der Plan. Und ich habe mir jetzt eine Liste aufgemacht, wo, ein paar, Spots dafür stehen. Und einer scheint auf der Insel Fonset zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich weiß nur, soll hier sein. Und deswegen müssen wir das mal umgucken. Ja, könnte es halt überall sein. Quasi im Dorf irgendwo. Oder allgemein auf der Insel. Ich meine, die Insel ist ja relativ groß. Deswegen, ich mache mal ihre Mission als aktiv. Ah, guck mal. Die Punkte sind auch eingezeichnet scheinbar. Also gibt es hier zwei oder wie sieht das aus? Warte mal. Wenn halt... Nee, ich muss schon in die Richtung. Ah, da unten ist das okay. Wenn halt nicht immer... Die beiden Symbole sich da oben überdecken würden. Das wäre voll nice. Aber egal. So, ich hoffe es. Ja, ich hab was. So einen Stein habe ich noch nie gesehen. Ja, ich denke, der ist ziemlich selten. Ich bin schon gespannt, was Missy Missy dazu meint. Mineral. Nur mal so, Rex, du lebst auf von oder hast auf Fronted gelebt. Warum zum Teufel weißt du da nicht, was das für ein Stein ist? Ach, egal. Da scheint auch noch einer zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht für eine spätere Stufe erst ist, wenn man halt den Skill ein bisschen höher gemacht hat. War ich bei dem jetzt sogar schon mal irgendwann... Ich kann kurz gucken, klar, aber ich glaube, der ist erst für eine High spätere Stufe. Hä? Warum? Geht's hier irgendwo nach unten? Ich will mich jetzt nicht ewig aufhalten, deswegen gehen wir einfach nach, nach Argentum, zur Goldmond und lassen das mal schätzen. Die war ja auf dem Flugdeck, glaube ich, die Misi Misi. Deswegen. Es gibt, by the way, auch, Punkte für sie, wo, Monster quasi rauskommen, keine... Steine, sondern Monster. Und, ja. Hä? Was war das denn gerade für ein... Hier, das will ich. Ja. Gähn-Lazuli. Okay. Okay. Seltener Glitzerstein, der riecht wie so eine... okay. Aber warum zum Beispiel mag... kennt das Rex dann nicht? Egal. Okay. Ja, ja, ich bin auch nicht so Glitzerstein, keine Sorge. So, dann Tantal Pipitus Horned. Ich habe jetzt hier eine englische Seite, deswegen... ich empfehle aber das Xenoblade-Wiki. kein Plan, wo das ist. Ich gehe einfach nach Theosoir und das wird mir dann angezeigt werden, wo das genau ist. Hoffe ich zumindest. Das ist wie gerade auch in... Tantal, Lefteria. So, ja, wird's wahrscheinlich. Hier sind sogar mehrere Sachen, oder was? Warte mal, war gerade... Warte mal. Ach, das ist die Quest, die eingezeichnet ist, da oben. Ja, die werde ich wahrscheinlich eh niemals annehmen. So, wo genau ist denn das jetzt? Also, im Palast wahrscheinlich kaum. Auf der oberen Ebene scheinbar auch nicht. Da. Pipitbau. Ah, wahrscheinlich da unten. Ja, wie soll ich jetzt da hinlaufen? Wahrscheinlich am besten von hier aus. Ist doch ein ewig langer Weg. Warum macht man sowas?
How do we go from here? Wirst du jetzt sehen, Ursula, wirst du jetzt sehen. So. Die liegen auch scheinbar ziemlich alle in der Richtung. Also der andere liegt in der anderen Richtung, aber... Ja. Ich schätze mal, die anderen werden dann auch wieder nur für die höheren Stufen sein. So. So, die sind wieder da. Mal gucken, was jetzt abgeht. Ob ich jetzt direkt das ganze Passwort habe oder nur ein Teil. Okay. Ich weiß jetzt, wer alte Bücher darüber hat. Das ist interessant. Habe ich da jetzt noch andere Söldneraufträge oder wie sieht das aus? Nee. Also Moment, wahrscheinlich habe ich jetzt ja Leute, die ich besuchen soll oder was? Moment. Antikes Erbe. Nee, Quatsch. Falsche Mission. Hier. Aladins Passwort. Ach du Scheiße. Okay. Das können wir auch noch heute machen. So. Karte, ich brauche dich. Hier irgendwo kommt das gleich. Ist halt im Prinzip nicht so schön, wenn man so eine riesige Karte ins Gesicht geknallt bekommt hier. Aber sie hilft wenigstens. So, scheinbar sind jetzt alle beide in der anderen Richtung, aber ich will ja eh zum Pipit bauen. Ich hoffe, da ist er hinten. Aber das müsste schon der sein. Mal gucken. Sieht jedenfalls cool aus hier. Ich komme jetzt hier gar nicht hoch. Was? Wie kommt man da rein? Ich habe keine Ahnung. Muss ich da von oben irgendwie runterspringen oder so? Oder runter. Oh, was soll das denn? Obere Ebene. Es müsste ja irgendwo hier hinten sein, aber... Nee, ich glaube kaum. Oh, wie komme ich denn da hoch? Hier ist ja auch Decke drüber, deswegen... Ist hier irgendwo... ein geheimer Gang da hoch oder so? Kann das sein? Naja, solange die schöne Tantal-Musik spielt, suche ich gern diese ganzen Sachen. Hier ist nichts in der Richtung. Ja, bla bla bla. Gib mir das alles schön her. Nein, ist es nicht. Ich will das Team wieder hören. Es ist so ein Running Gag, der sich durch ganze LP zieht, wenn ich ein Tantal bin. Immer die Musik wieder umstellen, also den Tag wieder einstellen. Komm ich von der anderen Seite da irgendwie hoch? Jetzt lass mich mal ganz kurz suchen hier. Das muss auch mal sein. Ah, und es schneit hier. Ich sehe kaum was. Irgendwie muss das ja funktionieren. Was ist das? Hi. Kann ich hier irgendwie hochlaufen oder so? Ich meine, ich muss ja auch schon mal da drin gewesen sein, wenn ich den Ort auf meiner Karte markiert habe. Nee, das funktioniert wahrscheinlich so eher nicht. Nee. Jetzt doof. Ha. Hier irgendwo irgendwas machen, ich weiß es nicht. Vielleicht doch von irgendwo oben runterkommen.
Ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, Aladdin's Mystery Runner zu machen. Da muss ich nochmal gucken, weil ich muss ja wahrscheinlich die vier Erze finden. Es gibt quasi 8 Punkte, wo halt was sein kann und 4 davon haben eben Monster und 4 davon haben eben das Erz. Und ich sehe, auf der Seite fehlt auch, wo das Erz ist. Und das ist halt hier bei dem Pepitbau da. Und da komme ich eben jetzt scheinbar gerade nicht hin. Ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. So, warte mal kurz. Wo muss ich denn hin? Ich habe die falsche Mission aktiviert. Finde bei Girogi in von Samaima in Urayame aber das Passwort heraus. Girogi in von Samaima. Von Samaima. Girogi. Was ein Name. Ich will jetzt auch nicht so viel Zeit damit verschwenden, das zu suchen. Ich habe mich wahrscheinlich heute Abend da mal dran setzen, dass ich da den Weg hinsuche. Das heißt, ihr müsst mir da auch nichts in die Kommentare schreiben. Im nächsten Part werde ich das schon gefunden haben. Hoffe ich. So, wo ist der Gute denn? So, Girogi von Samaima. Ich habe halt keinen Questmarker, deswegen... Was weiß ich, wo Girogi ist? Ich soll einfach mal auf den Namen gucken. Habe ich das eingezeichnet? Nee. Ist ja noch zur bestimmten Zeit da? Warte mal. Steht das hier? Einzelheiten. Ach, Aladdin ist gar nicht im Team. Ah! Warum denke ich da eigentlich nie dran? Was soll das? Oder ist er im Team? Nein, ist eben nicht. So. Jetzt. Das haben wir jetzt schon bei so vielen Missionen gehabt, dass ich am richtigen Ort bin im Prinzip, aber zu blöd war, die Klinge zu haben. Das war ganz oft bei bei Asami so, das war mal bei Wulfric so, das war bei Godfrey so, das war bei Dagas kurz mal so, das ist mir auch direkt aufgefallen. Und jetzt auch hier. Mann! Entschuldige bitte, durfte ich dich kurz mal etwas fragen? Wenn ich frage kurz, dann ja, Zeit ist Katsching. Wie ich hörte, sollst du im Sitz eines alten Buchs sein, das von einer antiken Tafel handelt. Durfte ich vorher einen Blick darauf werfen? Girogi besitzt viele alte Bücher, braucht mehr Informationen über ominöse Tafel. Nun, sie ist durchsichtig und recht dünn und schwebt in der Luft. Ungewöhnliche Beschreibung für Tafel, Freunde, ganz sicher, ja? Selbstverständlich, sie ist sicher vollgepackt mit Aufzeichnungen aus grauer Vorzeit. Dünn, schwebt in der Luft? Aha! Girogi erinnert sich an ein Bild, das Girogi im Buch gesehen hat. Prima, dürfen wir uns das Buch mal kurz ansehen? Mach 10.000 Gold. Du willst Gold fürs bloße Ansehen haben? Buch war schwer zu bekommen, ist kostbares, seltenes Exemplar. Freunde nicht bereit zu zahlen, danach wieder Pon. Nun, das war aber etwas naiv von uns zu erwarten, du würdest das Buch umsonst zeigen. Rex, bezahlen bitte. Was? Nö. So viel Gold habe ich nicht. Aber beweg dich nicht vom Fleck, ja, wir werden das Gold in den Windseilen auftreiben. Das heißt, ich muss das. Rex macht das. Was? Da wird Rex wieder rumkommandiert. Das heißt, ich muss dafür zahlen jetzt. Okay, alles klar. Ja, dann mach halt. Oh Gott, ey. Ich meine, er ist ein Peanuts momentan, aber trotzdem. Aber da steht ja überall so komisches Geschreibsel. Keine Ahnung, wie wir das lesen sollen. Keine Sorge, das übernehme ich mit einem Söldnerauftrag. Nein, danke schön. Und was steht da? Es ist eine Art Anleitung, wie sich die Tafel verwenden lässt. Der Text ist ziemlich ausgeglichen, deshalb kann ich nicht alles lesen. Doch in einem Absatz stand ganz deutlich XE36 geschrieben. Gut, das schreibe ich ja mal ganz kurz auf, weil ich weiß nicht, ob das Spiel das irgendwo selbst aufschreibt, deswegen schreibe ich mir das lieber auf. XE36. So. Die Tafel hat einen Namen, ganz schön schräg. Warte mal, Adonim, was, wenn das nicht der Name der Tafel ist? Oh, stimmt, das könnte auch ein Teil des 12-stelligen Codes sein, nachdem wir suchen. Gut gemacht, Adonim. Okay, alles klar, ich bekomme Informationen, sehr gut. Das heißt, ich muss mir nicht aufschreiben. So, der nächste ist Rododo auf dem Flugdeck der Goldmunds.
Warum zum Teufel sind das alles Noppon? Warum haben Noppon die ganzen Sachen? Meine Güte. Klein Geizhälse. Ist ja echt widersprüchlich. Noppon sind eigentlich voll die süßen, kleinen, unschuldigen Wesen. Aber gleichzeitig sind sie einfach solche ekligen Viecher, die einem Geld aus der Tasche ziehen. Vor allem Viecher. Ja, es drüben sehe ich gerade. Ja. Da ist ein Banner und Dodon. Ne, wie ist ja egal. Ist nicht wichtig. Ach Gott, ey. Das war eine großartige Quest mit dem Typen. Ach ja. Lang ist's her. Ach, du Spinner bist das. Hallo. Was führt Freunde her? Kann Rododo helfen? Wir sind auf der Suche nach Informationen über eine antike Tafel. Antike Tafel? Ganz genau, sie ist durchsichtig, recht dünn und schwebt in der Luft. Klingt nach seltsamer Tafel. Rododo hat von alter Technologie gehört, die Worte und Bilder in Luft schweben lässt. Vielleicht diese Tafel Überbleibsel von alter Technologie? Uns wurde gesagt, dass du ein altes Buch hast, in dem etwas über diese Tafel geschrieben stehen soll. Oh ja, Rododo besitzt Buch aus alter Zeit. Enthält womöglich Informationen über seltsame Lufttafel. Wollen wir ein Buch lesen? Für 10.000 Gold oder so? Ist das dein Ernst? Du lässt uns einfach so reinschauen? Sag doch nichts, Adenin! Natürlich, danke schön. Ist aber in fremder Sprache geschrieben. Müssen Freunde selbst entziffern. Das schafft sie. Hoffe ich. Was Neues rausbekommen, Adenin? Das Buch handelt tatsächlich von der alten Technologie, mit der wir es wohl hier zu tun haben. Aber über die Tafel konnte ich da nicht viel in Erfahrung bringen. An einer Stelle konnte ich allerdings die Zeichenfolge E46S ausmachen. Ich schreibe mir das trotzdem auf, weil das ist bequemer, als da die ganze Zeit, dass die Information quasi aufzuschlagen wieder. Glaubst du vielleicht, dass... Auf jeden Fall, das muss ein weiterer Teil des zwölfstelligen Codes sein. Oh man, hätte man den nicht einfach komplett hinschreiben können? Naja, immerhin geht's voran. Jawohl, und das habe ich euch zu verdanken. Okay, alles klar. Und der letzte ist wo genau? Aresilion vor der Philosophia-Bibliothek in Tantal. Okay. Philosophia-Bibliothek. Voll philosophischer Name. Falsch, da. So, ja, ich habe ja nur zwei Reisepunkte in Tantal. Das finde ich echt irgendwie schade. Ich als Entwickler hätte noch mindestens einen Reisepunkt in Tantal hingepackt, weil man kann nur an zwei Orte in der Stadt reisen. Das ist immer ewige Lauferei. Aber egal. So. Dann gehen wir hier rüber. Gibt es ja was Spannendes Neues zu kaufen, weil ich habe letztens ein paar Aufträge gemacht hier in Tantal. Das kann man 20 Mal kaufen? Ernsthaft? Interessant. Ja, nicht zu viel Geld ausgeben. Ja, nicht zu viel Geld ausgeben. Ich wollte nur mit dir reden. Nicht, dass ich wieder was bezahlen muss und dann nicht genug habe. Fällt mir gerade mal so auf. Aber es ist kein Opfer. Das ist schon mal gut auf jeden Fall. Haben auch schon einen Namen gehört, aber trotzdem. Hallo, wir sind auf der Suche nach einem alten Buch, das von antiken Tafeln handelt. Tafeln, sagt ihr. Genau, und zwar seltsame Tafeln, die in der Luft schweben. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ich glaube, ich habe hier irgendwo ein solches Buch herumliegen. Es wurde allerdings in einer Sprache verfasst, die heute niemand mehr versteht. Nur keine Sorge, einer meiner leichtesten Übungen. Sehr gut. Das ging schön schnell. Kaum ist es mal kein Abend und schon geht's schnell. Was stand drin? Sag schon. War ziemlich knifflig, überhaupt etwas zu verstehen. Immerhin konnte ich einige Passagen entziffern. In einem Abschnitt wurde die Zeichenfolge 19A3 erwähnt. 19A3. So, damit haben wir unser Passwort. Ich gehe stark davon aus, dass dies ein weiterer Teil des 12-stelligen Codes ist, den wir suchen. Damit sind wir der Lösung des Rätsels ein entscheidendes Stück näher gekommen. In der Tat, bald schon werden wir die Geheimnisse der Tafel entschlüsselt haben. Sehr gut. Damit ist die Passwortmission beendet. Wir können jetzt zurück zur Goldmund in die Lagerhalle und da das Passwort eingeben. Yay. Das wird toll. Die Lagerhalle ist echt wichtig geworden im Spiel. Da waren Borias Kisten drin, die Truhe für
Shiba, das Eiskunstzeug da für Dahlia. Jetzt haben wir die Steintafel hier. Voll interessant eigentlich. Ich will trotzdem mal ganz kurz aktivieren die Mission. So. Ich frage mich, wie lange die noch gehen wird. Aber geben wir erstmal das Zeug ein. So. Also. X. E. 3. 6. E. 4. 6. S. 1. 9. A. 3. Passwort korrekt. Eingegeben, Zugriff gewährt. Sehr schön. Oh ja, das zeigt eine Reaktion. Dann wäre das Geheimnis dieser Steintafel ja gelöst. Und ja, nicht ganz. Was, warum nicht? Die Tafel scheint den Bettenbaum abzubilden. Was ist der leuchtende Teil da? Genau darum geht es. Du scheinst genauso ein Adlerauge zu haben wie ich, Maurak. Als wir das Rätsel gelöst haben, ist dieser Teil aufgeleuchtet. Der Punkt ist womöglich das Zentrum für Datenverarbeitung des Weltenbaums. Wenn wir dorthin gehen, werden wir sicher etwas finden. Garantiert. Aha, und was? Das finden wir raus, wenn wir da sind. Also wenn ihr mich fragt, sollten wir der Sache sofort nachgehen. Und sie rennt schon weg. Ey, Adenin! Und schon wieder läuft sie einfach allein los. Bitte sagt mir, dass sie nicht im Ernst ganz allein zum Weltenbaum will. Wir sollten schnell hinterher. Gute Idee. Aber ich weiß wenigstens, wo das ist. Also ich weiß gerade nicht genau, wo das ist, aber ich weiß, wie das aussah, wo das war. Das war nämlich da, wo wir schon mal waren. Moment. Nee, es muss hier in dem Bereich irgendwo gewesen sein. Hier hinten, hier, dieser kleine Raum ist es, glaube ich. Da waren wir schon mal und konnten da nicht durch die Tür und jetzt müsste das gehen. Hoffe ich zumindest. So. Wir gehen in diesen kleinen Raum rein, liebe Ursula. Jetzt ist mir ihr Name entfallen. So, das Ding da greift mich nicht mehr an. Sehr gut. Jetzt muss ich mal dran denken, wie ich damals. Was ist denn gerade für ein komischer Bug? Hier irgendwie kämpfen musste und der Gegner voll stark war und ich eigentlich einfach hinten an das Gitter dran springen können. Dann wäre der Kampf vorbei gewesen. Das ist ja das Praktische an diesen Spielen. So. Dann gehen wir mal hinter, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was da jetzt sein wird. So, Kontrolltafel. Und warum können wir die jetzt aktivieren? Ich meine, wir haben ja nichts bekommen. Oder so. This is momentous. Oh, but what is this? She's in her own little world. Classic Adenine. Jeez. Adenine, stop running off by yourself. Hold up, Nia. Huh? There's something inside the room. An enemy. It would appear to be the room's guardian. Adenine, it's not safe in there. Save your breath. She's not listening. Bad news! Going for Adenine! Adenine, run! Stop the shouting! Can't you see you're breaking my concentration? What? How dare you come in here and interfere with my research? I was just getting to the good bits, too. You're not going to put a damper on my curiosity and studiousness. That's a promise. Understood? Get the picture? Shut up and let me work.
We probably shouldn't let Adenine have all the fun. Let's get in there and help, Rex. Okay, Attacke. Oh, ich war gerade mit Ursa da. Ups. Ich hätte eigentlich ganz normal Mithra gehabt. Na, was soll's. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen, mit solchen Fäusten zu kämpfen. Das habe ich halt absolut nicht drauf gehabt. So, hallo. Nicht abwehren. Ich will dich zum Schwanken bringen. Also zum Umwerfen. So, jetzt... Oh, schade, das ist zu spät. Klingstörung. Er hat Trauma getroffen. Das würde Mist 4. Das hat mich jetzt aber cool. So. Und er hat umgeworfen, sehr gut. Dann haben wir da drauf, würde ich sagen. Ach ja. Und dann einmal schön der Gammastrahl. Was hier einfach alles hat, der explodiert an Schaden. So, sehr gut. Und er ist weg. Sehr schön. Jetzt sind noch die kleinen Viecher hier. Wie nervig. Ihr könnt eh nichts ausrichten, also ganz ehrlich. Warum habe ich denn Nimm noch bei Morag drinne? Habe ich nicht rausgemacht? Dankeschön, Morag. Ich kann sie nicht im Kampf sehen. So. Nerv einfach nicht, du komischer Redcliffe-Fürster. Und stirb einfach. Das wäre richtig super. So. Dann Attacke. Das sollte ihn hoffentlich umhauen. Ja. Ist noch die Viecher da. Okay, alles klar. Aber die sind ja auch nicht wirklich stark oder so. Ich habe Erde, stimmt. Lagarza. So. Das sollte ordentlich Schaden machen, hoffe ich mal. Power Swipe. So, Ursula. So, ist mich ja voll in der Kombo, der Trainer. Sehr gut. Und tschüss. Oh, ein Kernkristall. Die sehe ich gern. Kernkristalle sind immer gern gesehen bei mir. Ich bin immer weit, Nobia zu bekommen. Mal gucken, wann ich sie bekomme. Wahrscheinlich nie gefühlt. Aber was soll's. Power Swipe. Ja, okay, das sollte man nicht hinkriegen jetzt. Und tschüss. Sehr gut. Finally, some peace and quiet. Seriously, I thought we were done for a moment there. Hey, Adenine. Suddenly I'm more afraid of her than those monsters. So, Adenine, will you be able to make use of this ancient wisdom? This room is like a witness to the ancient sophistication. There's all sorts of mind-blowing information stored here. It's a wondrous treasure trove of knowledge. I'm so very, very glad we all came here. Oh, it's overwhelming. I might faint. Anything we can use, like, right now? Nope. Nope. Deciphering the tomes? And then that tablet-like device as well? All of that took considerable time as it is. But it was a nup-on child's play compared to the stuff in here. If I wanted to crack all of this, it'd take 1,000 years.
That is a long time. All you drivers would have to find a way to stay alive for me for all that time. Tora think that unlikely. Classic Adenine. No kidding. Das war auch schon eine schöne Cutscene. Sollen wir zurückgehen, Adenine? Hast du nicht langsam genug gesehen? Was redest du denn da? Ich bin ja noch lange nicht fertig. Wenn ihr unbedingt weg wollt, dann geht doch ruhig schon mal vor. Ich für meinen Teil werde hier einziehen. Keine Chance. Wir haben ja wohl noch Wichtigeres zu tun als das hier. Nein, ich bewege mich hier nicht vom Fleck. Wenn ich mich nicht um die Erforschung dieses Orts kümmere, wer wird es dann tun? Es ist ein Dienst, den ich zum Wohle der ganzen Bevölkerung von Orest leisten muss. Okay, ich geb's auf. Sieht nicht so aus, als könnte ich dich zur Vernunft bringen. Dann forsch halt so viel du willst. Yippie! Es geht auch nichts über einen neuen Meister, der über seine eigene Talente hinausblicken kann. Über einen Meister. Ich habe gerade neun gelesen, WTF. Ich bin ja so stolz auf dich. Sehr schön. Und damit war das jetzt die Quest schon, ja. War aber cool. Und das war eine schöne Truhe, die ich ganz gern haben wollen würde. Und dabei gibt es noch so viel zu tun für mich. Alles hier auszuwerten wird mindestens 1000 Jahre dauern. Aber von mir aus könnt ihr mich auch wieder auf ein Abenteuer mitnehmen. Wenn ich nicht ab und zu hier rauskomme, fällt mir doch die Decke auf den Kopf. Ja, das wäre ein bisschen doof. Schätze ich mal. Ui. Wären zwar Kernkristalle lieber gewesen als ein bisschen Gold, aber meinetwegen. Sehr schön. So, damit haben wir die Mission abgeschlossen von Adenine. Das ist schön. So. Warum hat Dings noch eine normale Klinge drin? Hm, du bekommst Finch wieder. A fine choice, good sir. So, ich hab doch... Habe ich nicht... Oder... Hä? Ich habe doch Daggers eigentlich wieder reingepackt bei dir. Ah, nee, ich hatte es ja wegen Erdelement drinne. Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, ich packe bei ihr wieder Aegean rein, glaube ich. Hello there. Hello there. Sehr schön. So. Ja, das ist, ja, interessant. Gut, dann machen wir jetzt mit Adenins Quest weiter. Noch ein bisschen, ich meine, Quatsch, Agathas. Das ist halt auch die einzige Kling-Quest von denen, die ich momentan habe, die noch offen stehen. Ja, okay, im Prinzip ist die hier immer eine Kling-Quest, aber es ist eine DLC-Quest und die bezieht sich auf drei Klingen, deswegen keine klassische Kling-Quest, sag ich mal. Ja, okay, dann machen wir jetzt, eben die anderen Orte, wo ich weiß, wie ich hinkomme. Etwas ist noch in Temperentia. So. Dann werde ich offscreen mal ein bisschen nachforschen und da mich ein bisschen umgucken, wie ich da hinkomme. Das mache ich auch direkt nach der Folge hier. Und dann können wir dann im nächsten Part weitermachen. Im nächsten Part dann Adenins Quest abschließen. Und dann, so im Westen von da. Ich hab's mir Adenine gesagt. Meine Güte, die Quest von Agathe, nicht Adenine. Fängt halt beides mit A an. Also nächsten Part machen wir die Quest von Agathe weiter, wahrscheinlich, aber wobei. Muss ich dafür ihren Harmoniebaum weiter öffnen? Ich schätze mal ja, weil ich ja den Prospektoren-Skill weiter brauche, oder? Ah, okay, das ist klar. Ah, das ist klar. Gut, dann müssen wir nach Erz graben für den Harmonierer-Ring. Ja, okay, das ist... Dann geht das alles gut im nächsten Part, würde ich sagen. Nebenbei halt.
dass wir uns eben gleichzeitig darum kümmern und auch um den Harmonieringen. Geht ja beides irgendwann in Hand. Okay, alles klar. Und dann machen wir jetzt heute noch das, was hier ist und das in Elpis. Ach, das... Ja, okay. An das in Elpis... Nee, wobei... Ich erinnere mich an eins in Elpis, aber das war auf Stufe 2. Deswegen konnte ich das nicht machen. So. Da kommt einiges raus. Sehr schön. Und hier mal weiteres Mineral. Das ist sehr schön. Hier, ich hab was. So einen Stein habe ich noch nie gesehen. Ja, ich denke, er ist ziemlich selten. Ich bin schon ganz gespannt, was Misi Misi dazu meint. Mineral. Wundervoll. So. Oh, der Sammelpunkt ist ja da. Den nehme ich nochmal mit, bevor ich mich wegputte. Was haben wir hier? I know quite a bit. Ich merke es, wie sie das sagt. Das klingt irgendwie so. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie cool. So, dann bewegen wir uns nach. Apis, genau. So. Penitent Spring. Wo ist denn der? Das hier ist. Das Leichental. Klingt sehr schön. Lavistrom, Winkel der Grabräuber. Das klingt alles sehr einladend. So, alter Wunderquellplatz. Kaverne von Elpis, Brücke des Gedenkens, Unterlicher See. Okay, das ist klar. Hier haben wir den Spiralgang. Und das hier ist beides nix. Okay. Hier haben wir Quelle der Bußfertigen. Könnte das das sein? Ich weiß es nicht. Ich porte mich einfach mal hier hin und gucke mal. Weil Spring ist eine Quelle. Deswegen, vielleicht ist es das direkt. Ja, das scheint das zu sein. Ja. Da ist auf jeden Fall was. So, mal gucken. So, am besten nicht in den Gift hier rumlaufen. Und hier weiter durch. Da hinten ist das. Das sind einfach so komplett random Punkte. Achso, das... Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Okay, das ist dann scheinbar doch nicht der Ort. Okay, dann hier unten irgendwo. Das ist... Die unterste Säulenkammer hat er der Helden. Wo sind denn hier noch welche? Da ist einer, das ist der zu krass war. Ah, ich bin auch gar nicht da, fällt mir einfach so auf, ich Idiot. Ich bin gar nicht dort. Ha, auch gut. Ich muss eher in die Richtung hier. Ist halt, weil das beides so kleine Zahlen sind. Die sind beide hier von der Nähe, scheinbar. Nein. Da hinten ist es. Okay, alles klar. So, nehmen wir erstmal einen Punkt mit. So, sehr schön. Und dann das hier. Sehr schön, das funktioniert auch. Perfekt, okay. Gut, hier habe ich was. Okay. Dann gehen wir jetzt noch kurz zu Misi Misi, dass wir das uns angucken können, was das für ein Stuff ist. Und dann kümmern wir uns im nächsten Part um die restlichen Dinger. Wahrscheinlich. Und dann fangen wir vielleicht noch Florence Quest an, je nachdem, wie die Zeit eben steht. So. Auch wenn ich die eigentlich schon vor ein paar Parts starten wollte. Aber es kam halt immer was dazwischen, so ein bisschen. Was ich eben für sinnvoller in dem Moment erachtet habe. So. Hallo, Misi Misi. So, wir wollen was analysieren und zwar... Ah, das sind beides diese hier sogar. Ein Gongkristall und ein Schuckquarz. Okay, alles klar. Und weiter geht's in den nächsten Parts.
Ja, ich hoffe, ihr schaut da wieder rein. Und, schaut mir zu, wie ich Adenins Mineralien suche. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.